Interaktion. Interaktion heißt zunächst einmal Wechselbeziehung. Aktion heißt Handlung, Inter heißt zwischen. Interaktion sind also auch Handeln von Personen, die aufeinander bezogen sind. So spricht man von Wechselwirkungen. Es gibt Wechselwirkungen in der Statistik, es gibt Wechselwirkungen in der Psychologie. In der Kommunikation spricht man von Interaktionen in einer sozialen Gruppe, wie Menschen miteinander interagieren. Sie sprechen miteinander, sie wenden sich einander zu und sie handeln miteinander, zum Teil auch gegeneinander. Die Interaktionen innerhalb von Gruppen sind zum Beispiel wichtige Forschungsgegenstände der Soziologie und damit der Wissenschaft, die sich um das Zusammensein von Menschen kümmert. Wie sind deine Interaktionen in unterschiedlichen sozialen Kontexten? Man kann immer wieder beobachten, dass gleiche Menschen in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich interagieren. Es gibt andere Interaktionen, zum Beispiel zwischen Menschen, die man kennt, und zu Menschen, die man nicht kennt. Und man kann durchaus bewusst überlegen, wie sind meine Interaktionen in der Gruppe oder wie sind die Interaktionen in den verschiedenen Gruppen, in denen ich bin? Und könnte ich vielleicht etwas tun, um die Interaktionen in einer Gruppe zu verbessern? Heutzutage haben Menschen eine gewisse Neigung zur Psychologisierung und Internalisierung. Zu schnell bezieht man Schwierigkeiten mit anderen darauf, dass man in der Kindheit irgendetwas nicht richtig war. Manchmal kann man aber überlegen, ob einfach die Interaktionen in der Gruppe nicht sehr positiv verlaufen und anstatt zu sehr in der Vergangenheit zu bohren, könnte man überlegen, wie könnten wir so kommunizieren, dass unsere Interaktionen produktiver sind. Man könnte auch überlegen, wie wäre eine ideale Interaktion? Wie wären ideale Interaktionsmuster in der Gruppe, in der wir gerade sind, im Team, in dem wir sind? Man kann darüber auch in einem Team mal sprechen. Wie hätten wir es denn gerne, dass wir miteinander interagieren? Und vor dem Hintergrund unserer gemeinsamen Ziele, was wären zielführende Interaktionsmuster?